Ja, weil ich gerade schon vorsichtig spiele, wenn sie kommen. Eins stolz. Was? Ich lese gerade. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Nicht mal lesen kann man hier, ey. Moin, sind herzlich willkommen zurück zu Sea of Thieves mit der Crew von der Captain Shift und Lea. Wir sind gerade hier unterwegs in einer neuen Mission. Und das Schwierige ist, wir werden hier davon gerade abgehalten von einer Crew, deren einziger Lebensinhalt es zu sein scheint, bei den Questinseln zu warten und Leute abzufangen, die einfach nur in Ruhe diese Missionen erledigen wollen. Das ist gerade bei dieser Mission hier besonders brisant, denn hier müssen wir nämlich gerade ein explosives Fass, das nicht kaputt gehen darf, an eine Stelle kriegen, wo ganz viele Fallen drumherum sind, die das Fass zum Explodieren bringen können, wenn wir sie auslösen. Und deswegen müssen wir jetzt schauen, dass wir das da hinkriegen, ohne dass das Fass explodiert. Der eine nimmt das Fass und die anderen lenkt sie ab. Also das könnten wir auch probieren, dass einer versucht, das Fass da irgendwie durchzukriegen. Was nicht heißt, dass es funktioniert. Und ich auch nicht weiß, ob wir da alle sein müssen unten. Ja, das ist jetzt genau meine Überlegung gewesen, dass ich bleib an Bord und fahr einfach weiter und ihr springt ab und kümmert euch da um die Mission. Da kommen sie übrigens gerade schon rechts von uns. Wir können jetzt halt das nicht ausprobieren mit den vier Hebeln, ne? Dass wir die vier Hebel mal ziehen und gucken, ob wir damit die Fallen... Das ist es tatsächlich zu bezweifeln, dass es klappt. Naja, dann würde ich sagen, springt ihr ab und... Okay, wer hat das Fass? Wer nimmt das Fass? Wer nimmt das Fass? Wer will das Fass? Ich nehme das Fass. Das ist immer noch ganz unten, glaube ich. Captain nimmt die Verantwortung und das Fass. Okay. Sehr gute Idee. Aber tu mir bitte den Gefallen und stirb nicht direkt bei der ersten Falle. Ich meine, achso, ich soll da durchgehen. Also, wir können uns auch abwechseln. Wir können uns auch nach jeder Falle abwechseln. Ihr müsst dann jetzt raus und zur Not stellt ihr einfach das Fass irgendwie vorher nochmal ab. Die fahren übrigens genau parallel jetzt zu uns, aber macht mal. Also bevor ihr durchgeht, wenn ihr euch unsicher seid, dann stellt das Fass vorher nochmal irgendwie so ein bisschen in der Seite oder so ab und guckt erst nochmal. Würde ich jetzt so machen. Mhm. Ja, wichtig, dass die es nicht gleich finden. Alles weitere ist ja erstmal nicht das Problem. Ich fahre einfach mal weiter. Ja. Mach ich mal wieder Segel raus hier. Oder Segel rein. Müsst mich jetzt beschützen. Beschützt mich. Beschützt. Wir versuchen es. Für das Baby. Müsst mich lieb haben. Wo ist denn der Eingang? Warte. Ich glaube, wir müssen in die Mitte. Oh, hier ist ein Kanone. Hier ist ein Holzfass. Holzkiste. Oh ja, warte. Da ist Essen drin. Nee. Kein Essen. Nee, da ist Holz drin. Da ist gar nichts drin. Ist alles leer. Das Holz habe ich schon rausgenommen. Schnell, wir müssen schnell in die Mitte. Ich will ja nicht Stress machen oder so. Ich glaube, die ist leer. Ja, aber das muss jetzt echt langsam mal hier. Eine Kiste. Ich will ja nicht Stress machen, aber wir haben. Oh, da sind die anderen. Warte, nicht auffallen lassen. Ja. Nicht auffallen lassen, sagt er. Sehr schön. Aber wir müssen hier lang. Wir können nicht ewig warten. Wir müssen hier lang. Warte, die fahren da genau gerade vorbei. Aber wir müssen hier lang. Lass uns kurz verstecken hier. Ja, also. Die haben uns eh schon gesehen. Glaube ich nicht. Die fahren noch hinter mir her. Ja. Was war denn das? Das ist übrigens das Boot. Weiß ich auch gar nicht. Das war die Dings, die getriggert wurde, glaube ich. Die Flotte. Ich trigger gerade hier die Schlacht, aber ich fahre jetzt genau hier rein. Geht nicht anders. So, ich bin jetzt hier hochgerannt. Ja, sehr gut. Warte. Ich bin bei dir. Ich bin auch bei dir. Ihr müsst vor. Ihr könnt mich. Komm mit. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Komm mit. Folge mir. Ich bin nur Bodyguard. Einfach folgen. Nimm mir nach hier. Oh, hier graben sich welche. Warte, das machen wir erst. Versucht, wenn es geht, nicht zu sterben, weil ich glaube, ich werde hier nicht lange überleben. So, kannst du? Ja, ich komme runter. Alles gut. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wo bin ich denn hier beim letzten Mal? Also ich bin hier lang gegangen beim ersten Mal. Ja, ich weiß allerdings nicht, ob das... Hinter Skelette hinter uns auch rausgekommen? Die sind hier im anderen Gang, glaube ich. Ja, hier. Okay. Scheiße, ey. So, okay, pass auf. Verantwortung, ey, Verantwortung. Ja, warte mal, lass uns auf jeden Fall erstmal vorgehen. Das ist jetzt deine Zeit zum Scheiden. Oh, die haben gerade... Ja. Okay, also hier geht's los. Ich brauche Licht. Du brauchst Licht, warte. Ja. Hier, reicht das? Ist das gut so? Ja, siehst du so was? Ist gut. Siehst du die tödlichen Messer, wie sie hin und her schwingen und dein Leben trachten? Ja, so, das war gut. Das war ganz hervorragend, war das. Ja. Und denk dran, du hast da zwischendurch auch immer noch so einen Absatz, wo du stehen bleiben kannst. Ah, toll. Dieses zögerliche Antäuschen nochmal so, herrlich. Was ist passiert? Ich hab gerade deren Fässer oben erwischt. Ja, nice. Und der Mast ist umgeknickt. Sauber. Sehr gut. Schön. Pass auf den Boden fallen.
Das Boden? Ne, die kommen glaube ich hier noch nicht an der Stelle. Okay. Hier kommen nur die Klingen, die hin und her. Kann ich ein bisschen weiter Licht haben vorne? Pass übrigens auf, wenn du jetzt hier das machst. Die haben glaube ich hier an der Stelle. Oh ne, warte. Ignoriere, was ich sage. Konzentriere dich einfach. Boah, Alter, das war knapp. Egal, das war super, das war super. Okay, ich sehe vorne gar nichts. Alter, was ist denn das für die Schwierigkeit? Ja, das... Kann ihr noch ein bisschen Licht geben vorne? Ich versuch's, ja. Ich darf halt auch nicht sterben dabei. Ich sehe, Alter, Alter. Wieso siehst du so wenig? Kacke. Aber wieso siehst du da so wenig? Ich sehe alles. Die macht dreimal. Ja, sehr gut. Ja, nice. Ah, was war das? Oh, Alter, das... Oh okay, da war wohl doch eine Bodenfalle. Oh mein Gott, ich bin einfach durch. Ja, ist echt alles richtig gemacht. Besser ist es, wenn du gar nicht weißt, was da passiert. Das ist viel besser. So, warte, wo müssen wir jetzt nochmal lang, warte? Ich glaube, da, wo das Zeichen ist, würde ich jetzt schätzen. Hier müssen wir lang. Alter, ich schwitze gerade Blut und Wasser, Leute. Ja, so ist das richtig. Das ist wie Sauna. Ey, da ist das auch gesund. Darf ich da runterspringen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich? Ja, hier ist eine Treppe, da ist eine Treppe. Guck mal, da. Da, nee, vor dir da. Nicht da drüben. Ich sehe nichts, es ist so dunkel. Ach so, wieso hier. Ist das bei dir so dunkel? Ey, ich sehe alles. Du hast, glaube ich, einen. Du hast schon die Lampe an. Nein, aber auch wenn ich die ausmache, sehe ich alles. Ja, ich sehe auch einiges, aber das ist besser, wenn man mehr sieht. Okay, dann lasse ich hier. Warte, jetzt wird's schwer, jetzt wird's schwer. Jetzt wird's kacke. Oh Gott, ja, hier bin ich aber gestorben. So, Vorsicht, geh nicht zu dicht dran. Ja, ja, alles gut. Muss ich mit einmal durch, oder? Du musst auf jeden Fall, du hast da auch noch mal so kleine Passagen, wo du dich kurz ausruhen kannst. Okay, das war noch okay? Das war okay? Du siehst das auch immer so, wo die rauskommen, die Stäbe so ein bisschen. Ja, bei dem jetzt nicht mehr. Okay, da nicht mehr. Aber du, wenn sie einmal rausgekommen sind, siehst du es ja. Pass übrigens auf, geh an der einen Stelle nicht zu nah an die Wand, weil die Wand, die ist so eine Art Sprungschanze. Wenn du da rüber rennst, landest du direkt in der Falle. Den Fehler habe ich beim letzten Mal gemacht. Ich glaube, die Stelle kommt hier sogar gerade. Das sind die Steine da links. Oh, Alter. Ja. Oh, Alter. Oh nein, Lea ist tot. Ich hab's erwischt. Nein! Aber der Captain hat das gut gemacht hier. Das ist echt gut. Total. Guck mal hier. So, jetzt... War da noch was? Ne, da war keine mehr, glaube ich. Dass sie durch sind. Ich glaube, wir sind durch die fiesen Stellen. Jetzt kommen nur noch fiese Stellen. Nein, wir müssen jetzt hier die Kiste abstellen, so. Ich stecke jetzt hier die scheiß Kiste rein, ey. Schießpulverschlüssel der Fallenstellerin, so. Wow! Oh Gott! Ah, geh zurück! Meinst du explodieren? Nee. Nein, ich weiß nicht, was das passiert. Die sind einfach Skelette, wir müssen sie einfach töten. Jetzt nicht sterben. Okay, wir schießen, Heißt die am Waffen? Warum kann denn der Heinzelmann hier nicht richtig zuschlagen? Da kommen noch mehr Gartenzwerge. Oh shit. Oh shit. Ich mach die mit den Knarren. Aua. Ich hab glaube ich nichts mehr zum Heilen auch, ey. Scheiße. Da. Oh, das ist voll episch gerade die Musik. Ja. Toll. Hast du noch Leben? Ja, so ein bisschen. Toll. Hier stehen noch so Fässer rum. Ja, hier vorne sind Fässer. Und was? Hier ist Bananen drin. Ja, Bananen. Oh ja, geil. Gib mich Banane. Pass auf. Das ist episch hier gerade. Das ist episch. Das ist super. Oh nein, ich habe genau in seine Flinte geguckt. Oh scheiße, ich bin fast tot. Nein. Oh, was ist das? Ich muss schnell essen. Ich muss essen. Ja, ich lenk mal ein paar ab. Vielleicht ich lock sie zu den Fallen. Aber genau, man kann sie übrigens... Löst er die Hebel aus. Da sind doch Fallen drin. Stimmt, wir sind so blöd. Ja, aber dann sterbt ihr doch hier auch. Nein, aber nicht, wenn wir in den Fallen stellen. Haben die sich denn gerade aus? Weiß ich nicht. Gibt's hier eine Munitionskiste wenigstens? Ich komme zurück zu dir. Ich musste gerade ein Ausweichmanöver fahren. Oh shit. Komm zu Papa! Aua, warum schießen die eigentlich immer auf mich, die Hässlichen? Nein. Oh Gott, scheiße, Mann. Wie viele kommen da eigentlich?
Ich kann nicht schlagen, ich kann nicht schlagen. Ich bin tot. Ich konnte nicht mehr schlagen. Oh je. Okay, da ist nur noch der Captain übrig jetzt. Nein, denk bloß nicht dran. Es sind noch mindestens 4 Leute da. Ich muss sie an die Tür locken. Dann nützt ihre Zahl nichts. Wie ist hier jetzt eigentlich der Stand auf dem Schiff? Kämpfe weiter, Captain, kämpfe weiter. Was hast du gesagt? Wie ist eigentlich jetzt hier der Stand? Fährst du jetzt zurück zur Insel, oder? Naja, so mehr zwangsweise fahre ich. Naja, nicht unbedingt. Ich versuche die immer noch abzuhängen. Die kommen da hinten immer noch. Sind das die? Weil da ist noch ein Master jetzt. Was? Ja, der hat auch eine Verbündetenflagge dran. Da wollte ich eigentlich gerade das Bündnis annehmen, hat aber nicht funktioniert, war ich wohl zu weit weg. Ich weiß aber nicht, ob die das da hinten jetzt, ob das die gleichen sind. Ich glaube nicht, weil die haben jetzt scheinbar ein weißes Segel. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht sieht man es noch nicht, weil sie zu weit weg sind. Ja. Komm ich durch! Also ich habe den vorhin einmal den Mast zerschossen, dadurch, dass ich eben die Fässer oben erwischt habe. Mhm. Aber währenddessen bin ich auf den Felsen gelaufen. Konnte halt nur eins. Nein, ich bin tot! Nein! Oh nee, bitte sag nicht, dass es jetzt kaputt, dass es jetzt nicht mehr geht. Aber wir müssen da wieder hin auf jeden Fall. Ja gut, ich fahre einfach wieder in die Richtung. Kannst du mir mal einen Kurs geben? Warte, du warst gerade schon gar nicht so schlecht. Echt? Ich glaube Nordwesten, ne? Irgendwie so. Warte, oder? du musst Nordwest fahren, genau. Ja. Ist ja egal, dann springt ihr wieder ab und machen wir das ganze Spiel nochmal. Weil noch kam nämlich die Nachricht noch nicht, dass wir es nicht geschafft haben. Deswegen ist Chance gut, dass das Fass noch in seiner Position ist. Das Fass ist noch da und ich schätze mal, die dummen Skelette sind so blöd, dass die jetzt einfach da nur rumstehen und auf uns warten. Weil die nur auf uns triggern und nicht auf das Fass. Das heißt, solange da kein anderer Spieler hingeht, müssten wir eigentlich noch in der Lage sein, das abzuschließen. Warum bin ich jetzt im Wasser? Ah, nee. Noch ist nichts verloren. Ja. Wo ist denn die Insel? Einfach geradeaus jetzt. Okay, ich glaube, die Jungs sind erstmal losgeworden, aber ich glaube, die schnappen sich jetzt den Einmaster, der da vor Anker liegt. Na, Gott sei Dank, ey. Endlich. Die feigen Schweine, ey. Das sind echt feige Schweine. Oh, Mann. Endlich sind wir die los, ey. Naja, erstmal, kurzzeitig. Aber die fahren jetzt auch weg. War das der mit dem Einmaster? Also war das den, ich hatte jetzt versenkt, wir wurden verlenkt irgendwie. Nee, ich habe nur den Mast gesprengt oben. Also ja, ich habe das Fass getroffen oder die Fässer, die oben drin standen, habe einen mit getötet und dann ist gleichzeitig der Mast bei denen gebrochen. Das heißt, ich konnte erstmal ein bisschen wegfahren. Mhm. Aber dadurch, dass ich halt nichts gesehen habe und mich auf die konzentriert habe, bin ich halt vorne auf den Felsen gelaufen und kam nicht schneller weg. Nero schreibt gerade, wie sollte man den Hebel ziehen? Boah, ich glaube, das löst nur die Fallen aus, aber vielleicht hilft's ja. Vielleicht, indem wir die Fallen auslösen, das Skelett ein bisschen töten können. Na, ich kann mir halt auch vorstellen, weil, wenn ihr euch noch erinnert, als wir die mal ausgelöst haben, sind wir ja gestorben, weil dann irgendwelche Fallen ausgelöst wurden. Vielleicht passiert das jetzt nicht, wenn das Fass da drin liegt, als. Das kann sein, ja. Zusätzlicher Druckmechanismus oder was weiß ich nicht. Okay. Okay, die kümmern sich jetzt erstmal scheinbar um den Einmaster da hinten. Das ist gut. Und der bußwertige Mann wird bestehen. Genau. Hui. So, okay. Kannst du den, hast du ihn geerntet? Jetzt hab ich. Jo. Hast du den Hai geerntet? Ja. Heute ja, gab's Hai-Ernte. So, warte jetzt. Ihr wisst, wo es ist, wo ihr hin müsst, oder? Ja, ich komm gleich, ich mach noch mal schnell den Anker hier hoch, dass wir gleich wieder flexibel sind für den Fall der Fälle. Flexibilität finde ich gut. Ich habe die erste Falle gerade einfach hinter mir gelassen, ohne es mitzubekommen. Wie der Blitz ist er da durch. Ich bin woanders. Ja. Bin ich jetzt? Falsch Eingang genommen. Alles halb so wild hier. Segel oben. Ja, ich glaube, die sind alle oben. Nochmal, ob ich gerade gesteuert habe. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie alle drei Fallen ignoriert. Dann sehen wir mal Munition. Jetzt rammen sie erstmal wieder das Skelett aus. Das ist ja nicht. Mitten in den Fallen. Ah ja, und was zu essen nehme ich mal mit. Essen. Jo. Ha. Achso, das hätte ich vielleicht auch mal machen. Oh, okay. Ja, was zu essen, ne? Ja. Hoppla. Ich habe gerade alles wegen dem Hai aufessen müssen. Ganze Essen weggelutscht. Oh, ich bin da. Wo bist du? Am Fass schon? Ja. Oh, sehr gut. Also zumindest kurz davor. Ich guck mal, ob das noch da ist. Ja, da hätten wir schon eine Nachricht gekriegt, wenn das nicht mehr da wäre, du. Ja, es steht noch da und die Leute sind auch noch da. Die Leute sind auch noch da. Die Leute sind auch noch da, geil. Ich ignoriere die erstmal, ich warte auf heute. Ist also nicht eine von diesen Partys, wo dann welche so ganz früh weggehen wieder und so. Nee, die sind schon ein bisschen länger hier, das sieht man auch. Die sind schon völlig abgefeiert. Okay, dann sorgen wir mal dafür, dass die unterm Tisch liegen. Ja. Hier. Oh, die Musik ist so geil. Hier gibt's Essen.
Hier gibt's auch Essen auf der Party. Hier gibt's auch ein Buffet. Geil! Ein Buffet gibt's hier auch. Ja, es gibt auch Essen hier. Hallo. Wo bist denn du? Ach, da oben. Spielobär. Da kommen sie. Ja, Achtung. Ach, ist nur einer. Warte, lass den anderen, der da in der Ecke steht, lass den einfach stehen. Ach, scheiße, der hat jetzt doch schon. Der kommt schon. Scheiße. Ich glaube, weil wir seinen Kollegen getötet haben. Wir haben sein Date getötet. Das gibt's ja nicht. Oh nein, da kommen wieder die anderen wieder. Wie viele kommen denn da jetzt noch? Ich glaube, wir müssen wirklich die Hebel ziehen. Ist nur so eine Vermutung. Nein, wir schießen, ich bin unbewaffnet. Das lässt er sich nicht einreden, glaube ich. Ah, wo ist der Schweinhund? Ich ziehe jetzt mal einen Hebel. Vorsicht, hinter dir. Muss ich da lang? Ja, hier. Ich ziehe auch mal einen Hebel. Ja. Feuer! Ich meine... Oh nein. Sterbt, ihr Schweine. Oh nein, sie schießen. Ich bin tot. Warum sterbe ich denn nur immer so schnell, ey? Aber das Hebelziehen bringt gar nichts irgendwie. Ja, das macht, löst halt nur die Fallen aus, ne? Vielleicht müssen wir damit die Skelette irgendwie töten. Satsch! Ja, ich komme. Ich muss mir nur die Fallen wursteln hier. bam! Tot! Jawohl, sehr gut. Nein! Satsch, töte ihn! Warte, das Fass! Scheiße! Geh vom Fass weg! das war knapp. Warte, komm, Schatz, Vorsicht. Ja, ich bin in Sicherheit. Ich versuch mal zu euch zu stoßen. Ihr wollt kämpfen? Au, das kämpft doch nicht wie Mädchen. Nein. Schönes Nordlicht. Hauen und kratzen. Ja, danke schön. Die haben gehauen und gekratzt. Komm her, du. Oh shit, jetzt habe ich mich einmal zu oft gedreht. Ich glaube, es war der Tunnel. Wo ist er denn? Der Lappen. Müssen wir vielleicht alle Hebel einmal ziehen? Ja, guck. Nee, den habe ich gerade schon mal gezogen gehabt. Wir haben, glaube ich, jetzt alle schon einmal durch. Denke ich jetzt mal. Würde ich jetzt schätzen. Ihr habt alle durch? Oha. Wir sind alle durch. Sie alle. Ich schieße noch mich. Aua! Was ist da los? Und? Durch. Oh Gott, da kommen die Nächsten. Ich verfalle. Aua! Was, du verfällst? Danke. Oh nein, Fatsch! Hab ich dich gerade erwischt? Aber was müssen wir denn da jetzt machen? Momentan kämpfen wir nur. Das ist Zeit. Aber das kann doch nicht die Lösung sein. Oh Gott, das war knapp. Der Nero schreibt irgendwas von einer Kurbel. Ist da eine Kurbel? Ich habe keine Kurbel gelesen. Da war, ist eine Kurbel, aber die kann man, glaube ich, nicht ernst benutzen. Die kann man, glaube ich, nicht ernst nehmen. Nee, die Kurbel kann man nicht benutzen. Aber es hat uns so das Lied schon beigebracht. Wir müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Auch auslösen. Ich weiß, vielleicht muss man auch drauf schießen. Die ist nicht aufs Fass. Ich weiß es, vielleicht müssen wir ja drauf schießen, wir müssen es ja später. Warte, wir lesen mal, ich lese mal schnell im Buch, bevor ich weiter zu euch durchrenne. Warum klingt denn das so Bossfight-mäßig da unten? Ja, weil ich gerade schon vorsichtig spiele, wenn sie kommen. Eins stolz, was? Ich lese gerade, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Nicht mal lesen kann man hier, ey. In Ruhe lesen in meinem Buch, geht weg, ihr Knochenköpfe, ihr, so jetzt. Also, was steht da? Ein Horst geflogen, ein Stolz geflogen durch die Luft, jetzt heimlich auf der Erde kriechend in der Gruft. Ja, und mehr steht da nicht, das ist die letzte Seite, okay. Wir müssen sie, in die Gruft müssen wir sie befördern, glaube ich. Wie schon wieder der Schussmann hier. Das ist ein Schwein! Schweine, alle Schweine. Ich höre sie schon. Ja, man, das wäre. Hier, Captain of the Lair! Wir haben ihn! Ja, okay, er kommt schon. Das ist ein Boss, es ist ein Boss. Na toll. Block ihn in die Fallen! Der hat eine Waffe. Der schießt. Oh Gott! Nimm den weg! Vorsicht! Oh Scheiße. Nicht ins Gesicht. Nicht ins Gesicht. Wir müssen ihn Kreuzfeuer nehmen. Wir müssen ihn. Haben alle Knarren. Ja, wir müssen erst die Knarrenköpfe kaputt machen. Mach ihn. Ja, er hängt hier, komm! Der Captain of the Lair, er hängt. Von vorne. Aber ja, guck. Er ist leicht überfordert. Was ist das? Mondtotem. Ich hab was. Habt ihr schon was? Dem Seemannsgarn wurde eine neue Seite hinzugefügt. Okay, was? Ich will es nicht fallen lassen. Nein, warum? Da ist noch einer. Kunst des Trickbetrügers. Trickstein, was? Die Kunst des Trickbetrügens. Wer bist du denn? Ich muss erstmal, ich trau mich nicht, das hinzulegen. Oh. Lasst uns was das. Hast du denn an? Ja, ich hab so einen komischen. Was weiß ich, was das ist. Glubi. Ein Ank oder so, keine Ahnung. Ein Briefbeschwerer. Willst du hier? Das ist der magische Ank. Ich probst zu dir. Such nach den.
Malen des Mondes, um den Stein in der verborgenen Kammer auf Crescent Island zu finden? Oh Gott. Zeig dir meine Ehre, Pirat, aber sei gewarnt. Hol dir den Stein des Ruhmes. Wegen Verfalle nicht in Gier. Hast das Spiel gewonnen. Ich habe keine Asse mehr im Ärmel. Okay. Er hat keine Asseln mehr im Ärmel. Also ich habe jetzt hier irgendwie so ein Ding. Das sieht aus wie ein Schraubenzieher so ein bisschen. Also hier ist so ein... Ich glaube, wir müssen nach Crested Island oder Crested... Crested... Crested Island, ja. Oder? Was war das, diese blöde Kiste hier? Ja, warum kam da? Das ist einfach nur, damit der Boss jetzt kam, glaube ich. Mehr war das jetzt nicht. Das hat einfach nur den Boss getriggert. Ja, geh auch raus. Das ist jetzt Kurbel. Ist wahrscheinlich jetzt. Kurbel. Sorry, ich war gerade voll weg. Ich habe gerade verstanden. Sorry, ich kotze gleich nicht. Ich bin gerade voll in Action. Nee, der Kurbel, da ist nichts dran. Da hätte man nichts kurbeln können. Okay. Ach, die Kurbel. Ah, okay. Ich meine, du wusstest ja, wo der Kurbel ist. Hat denn jeder von uns eine? Oder? Easy, vor allem. Hat jeder von uns jetzt so eine Kurbel oder habe ich nur eine? Eine Kurbel? Naja, dieses Kurbel. Komische Ding, was ich hier in der Hand habe. Das hast nur du. Das hast du das unbedingt mit. Dann, ja, nimm das. Ja, ich habe das ja. Ich leg das ja auch nicht weg. Ich halte es ja auch noch in der Hand, aber ich wollte nur wissen, ob jeder von uns eins hat oder ob nur ich eins habe. Nur du. Ich habe das sicher, keine Sorge. Ich werde es nicht aus der Hand geben. Oh, hier sind ja Fallen, stimmt. Sind die Fallen, okay. Und ich kann ja nicht schnell rennen mit dem Ding. Aber das ist nicht so, wenn das den Boden berührt, dass es dann nicht mehr aufgehoben werden kann. Da gibt es immer noch die 5-Sekunden-Regel. Kann man immer dran lecken, wenn es am Boden lag. Wo bist du eigentlich? Ich laufe gerade wieder hoch. Hab ich, finde ich, so ein bisschen was im Blick hier. Ich lese jetzt mal, wie es weiterging nochmal. So mutig, dass du meine Werkstatt aufgesucht hast. Ich hoffe, Brixies Freunde waren nicht zu grob zu dir. Suche nach dem Malen des Mondes, um den Stein in der verborgenen Kammer auf Crescent Island zu finden. Ich zeige dir meine Ehre, Pirat, aber sei gewarnt. Hol dir den Stein des Ruhmes wegen und verfalle nicht der Gier. Du hast das Spiel gewonnen, ich habe keine Asse mehr im Ärmel. Okay, also Crescent Island. Welches? Ist das vorne, die Insel alle. Da vorne? Ja, ja, alle. Die alle Inseln da vorne, okay. Nein, alle Segel. Alle Segel und Inseln. Oh, das geht schief. Anker. Nein, ich mach doch. Was? Ich kann nicht. Ich hab die Hände voll. Es geht wirklich nicht. Oh, aber rechtzeitig. Nice, das war sowas von gut. Yes. Das war rückwärts eingepackt in einem Zug. Na gut. Aber jetzt ist die große Frage, was müssen wir jetzt hier eigentlich genau machen? Ja, das steht ja hier nicht. Irgendwas mit. Irgendwas Suche finden. Nach dem den Malen des Mondes? Ja, wahrscheinlich müssen wir um den Stein in der vergrabenen Kammer auf in der vergrabenen verborgenen in der verborgenen Kammer irgendeine Kammer und das Mal des Mondes. Eine geheime Kammer beim Mal des Mondes. Und was ist das Mal des Mondes? Ja, das wird doch, glaube ich, dieses Symbol mit diesem Totenschädel Dings da sein, oder? Ja, vielleicht das Mal des Mondes. Du hast ja auf irgendwas, das aussieht wie ein Mond. Ja, im entferntesten Sinne. Hier ist auf jeden Fall schon mal eine Höhle. Kammer, das klingt schon mal gut. Ich gehe mal in die Höhle, ne? Ich folge dir auf dem Fuße. Hier ist ein Schlitz. Hier sind Mondzeichnungen. Das ist gut. Das sieht gut aus. Ja, und jetzt soll Sockel? Da eine geheime Kammer hier, sein. Hier, Spiel. Was? Hier, Sockel. Ach, Sockel. Da. Eine Sockel. Oh, yeah. Das ist geil mit diesen Geheimtüren. Das ist geil. Das ist toll. Rein. Ready. Alle rein. Ach, wieder, natürlich guck mal. Wieder diese, oh nee, nicht schon wieder so ein Ding. Das kennen wir doch. Oh. Was, wieder Fass? Nee, aber warte, wir müssen jetzt mit der Lampe wieder die Dinger hier anzünden. Und jetzt haben wir wieder hier so ein Rätsel wahrscheinlich. Ne? Sehr gut. Oder? Ach nee. Was ist es? Was ist es? Es ist der Zong. Ah, da ist ein Schleierbandstein. Ich hab den Stein. Warum ist jetzt hier wieder die Tür zugegangen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich hab, weil ich den Stein genommen habe, weil ich das nicht hätte machen dürfen. Oh, weil hier ein Boss kommt. Hallo. Ich hab die Hände voll. Warte mal, ich leg den Stein auf den Altar. Er ist tot. Echt? Oh, was ist das? Aufnehmen. Das ist eine Medaille. Heimmedaillon. Heimmedaillon? Ein Heimmedaillon, ja. Ich nehme den Stein wieder. Lösung eingeben. Warte mal, wieso steht da Lösung eingeben? Medaillon erforderlich. Oh. Oh, da ist ein Captain.
Ihr braucht das Passwort. Na toll. Da. Ja, der hat eine Waffe. Nein, er schießt mich nicht, bitte. Er schießt mich nicht. Ich bin harmlos, ich hab einen Edelstein in der Hand. Bist du heim mit der Jungen? Ich hab ein Juwel in der Hand. Warte. Achso. Wollen wir nochmal drauf? Aber da fehlt noch eins. Ja, da kommt wahrscheinlich noch der nächste Captain. Also. Ach, verstehe. Wir müssen alle drei. Ah, das ergibt Sinn, ja. Ich beschütze den Stein. Ich hab den Stein. Ich hab die Medaille. Ja, nice. Steck's rein. Ja. Nein. Jetzt. Doch. Ja, und zurück zu Salty. Ja, sehr gut. Salty's Valley bei Plunder Island. Irgendwo Schätze oder sowas? Loot? Was? Eine Kiste, da ist ein Eisen drin. Wie lange ist das da schon drin? Kommen noch mehr Viecher. Das Essen ist schon in einen anderen Zustand übergegangen. Ich rette jetzt mal den Edelstein erstmal, ne? Ja. Ich bring den mal ins Schiff. Aber wie, jetzt brauchen wir Salty. Ich habe gerade auch eine leere Truhe reingestellt. Kannst du den schön drin reinpacken? Okay. Gott sei Dank. Und grüß dich, Omron. Hi. Oh ja, grüß dich, zurück. Moin, Sie Piraten. Endlich mal live erwischt. Ja. Sigilein, moinsen. Wie hier die ganzen Zuschauer jetzt um die Zeit aufschlagen, ey. 0.42 Uhr, was geht eigentlich mit euch? Kommt ihr jetzt von den ganzen Partys hier in den Livestream geschneit? Von den ganzen anderen Streams, die jetzt ausgegangen sind. Ja, stimmt. Ja, die kommen jetzt gerade erst zur Party. Ja. Fangen doch gerade erst an. 50 Euro im Moment, was? Ach so, wie teuer das schöne Spiel ist. Ja, echt 50 Euro? Dann ist es aber billiger geworden. Ja. Ist gerade im Angebot. Hat doch eigentlich 60 gekostet. Hat das nicht sogar 70 gekostet damals? Okay, dann wieder Süden erstmal. Ich hab's für 60 damals. Südosten. Ja, ich warte auf Lea. Ich bin gleich da. Ja, kein Stress. Siehst gerade. Liegt schon wieder mal ein Schiff. Ich versuche mal rechts vorbeizufahren und dann müsst ihr halt irgendwie vom Bord springen. Okay. Sind wir denn schon dran? Das ist doch Plunder, ne? Ja, Plunder ist direkt vor uns. Das ist Plunder. Werden wahrscheinlich immer noch. Wo ist denn das Wrack? Das müsste da sein, wo die, glaube ich, gerade sind. Nee, ich glaube, auf der anderen Seite. Ich glaube, es liegt so. Wo ist das Salty? Ist der hier auf der Seite? Ist hier, ne? Der ist bei dem Wrack auf jeden Fall. Der musste links vorbei. Ja. Ah, die liegen da wahrscheinlich gerade, ne? Ja, also ich weiß halt nicht, ich habe nur gerade gesehen, da liegt ein Schiff, aber ich weiß nicht, ob es ein Einmaster oder ein Zweimaster ist. Ich würde jetzt mal rechts an der Insel vorbeifahren. Mhm. Wer den Stein? Der Stein? Keine Ahnung. Ah, hier ist der Stein. Ich hab den Stein. Oh Gott, oh mein Gott. Ich hab ihn ins Regal gelegt, alles gut. Wer hat den Stein? Oh mein Gott. Der sieht ein bisschen aus wie einer von diesen Infinity-Steinen, so ein bisschen. Von der Farbe her passt das. Das stimmt. Aber welcher ist es von den Infinity-Steinen? Er ist rot. Der Seelenstein? Nee, der Seelenstein war gelb. Der Zeitstein war grün. Der Stein war grün. Welcher von den. Lila war der Kraft, also der Powerstein, ne? Ja. Gab's überhaupt einen roten? Ja, doch, roten gab's auf jeden Fall. Aber was war das dann für einer? Realität? Realitätsstein? Ja, stimmt, das kann sein. Ja, damit hatte der doch im Infinity War da diese Scheinrealität erschaffen. War das nicht das, wo er. Brauchst du ihn drei machen? Ich glaube schon. Ich glaube, das war der Realitätsstein. Ja, das war der, ja, stimmt. Äther meint Somnium Best. Oder Äther? Äther, ja, Äther, macht sein. Das war. Ich sehe halt nichts. Müssen wir hier raus? Ist das die Insel? Okay, dann springen wir ab. Keine Anweisung hier. Entschuldigung. Ich bin vom Bord gesprungen. Ich auch. Na super. Und Cass Lane schreibt noch Sandbank. So, ich geh mal Löcher flicken. Retter wären gut. Wir haben nicht mehr so viele. Wir müssen einfach eben hinten durchlaufen. Ja. Ich lauf dir mal hinterher, Offizier, ne? Der Offizier verlässt das sinkende Schiff. Er ist kein Mensch, er ist kein Tier, er ist ein Unteroffizier. Oh Gott, was schießt denn hier schon wieder? Na, die Insel, glaube ich. Oh, ein Sturm auch noch. Na, yippie-aie. Yippie-aie, Schweinebacke. Das passt ja, ich laufe hier gerade an lauter Schweinen vorbei. Warum bist du so schnell? Ey, warte mal auf den alten Mann, der einen schweren Kristall in der Hand hat. Hier einen Ätherstein. Ich hab den Eiterstein. Den Eiterstein. Boah, krass, was ist denn jetzt los? Ich hab den glänzenden Eiterstein. Weißt du überhaupt, wo wir hin müssen? Apokalypse. Ja, hier vorne. Also zu Salty. Sollen wir die Segel ein bisschen hochnehmen? Ja, mach mal. Schleierbandstein geben. Das müssen wir ja so ein bisschen unten lassen. Zur Hälfte, dann haben wir ein bisschen Fahrt. Ja. Ja, wenigstens Leuchtfeuer an, dann weiß ich, wo ich hin muss. Boah,
Oh, wie das am Knatschen ist. Was heißt denn schon wieder aufgelaufen? Das passiert ja nur, wenn ich keine Anweisung gebe. Ja, die Offiziere springen gleich von Bord. Ja. Ne. Nur die billigen Arbeiter, die bleiben hier an Bord und werden das Schiff. Aber wir haben das doch jetzt schon. Krass. Hier, wer meinte hier von wegen, da kommt noch so viel? Also wir haben das jetzt hier abgeschlossen. Vielleicht meint er einfach mit den anderen Quests. Ja, wahrscheinlich, ne? Aber ich bin jetzt ehrlich gesagt froh, dass wir das jetzt geschafft haben. Ja. Ja, dezent. Oh, ja, ein Loch da. Wir haben ein Loch, ja. Ja. Hat der Blitz eingeschlagen. Meine Güte, ey. Also, da läuft aber auch schnell Wasser rein. Hä? Ja. Rumpflaschen, Fernrohr. Oh, wir haben ein Fernrohr erhalten. Dadurch, dass heute diese ganzen Störungen waren, haben wir heute für eine Quest genauso lange gebraucht wie für zwei sonst. Oh. Das war echt krass heute. Das ist nicht unser Schiff. Ja, warte, ich will gucken, was da so los ist. Okay. Versenk es. Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine. Ah, die haben eine Verbündetenflagge. Ja, und? Das hat doch vorhin auch niemand interessiert. Ach, Mann! Ich habe gerade den Befehl erhalten, es zu versenken. Ich führe meine Befehle. Ich führe alle Befehle aus. Auch wenn sie von den unteren Rängen kommen. Ich mein Kodex. Okay. Da kommt das nächste Schiff übrigens an, ein Einmaster. Nee, übrigens könnten das sogar wieder. Machst du da gleich wieder. Ich guck nur, was die hier an ihrem. Ich guck nur mal. Ich mach nichts. Ich bleib einfach nur stehen. Der Einmaster fährt jetzt genau wie zwei Master zu. Das guck ich mir an. Also die schöpfen hier gerade Wasser aus ihrem Schiff. Ja, weil Sturm. Ja. Oh, die haben einiges drin. Nein, warte, töte mich doch nicht. Ich guck doch nur. Der wollte mich erstechen hier, der Schweinehund. Der Einmaster kommt jetzt genau hinter. Oh. Ja, so geil, er schießt auf mich und im Hintergrund kommt halt dieser riesige, kommt halt das riesige Schiff an und hält direkt hinter ihm, herrlich. Oh, jetzt haben sie ja, es hat eben ein Fass gezündet bei denen. Jetzt ist gerade alles explodiert. Tja, hätte er mal nicht auf mich geschossen, siehst du, ich war einfach ganz friedlich, lass uns schütteln die Hände, ich habe nichts gemacht. Ich stand einfach nur da, er hat einfach direkt auf mich geschossen, das war sein Fehler. Wenn ich jetzt noch da gewesen wäre, hätten wir sie beide fertig machen können, aber er wollte ja nicht. Er wollte es ja nicht. Er wollte es nicht. Mann. Warum höre ich Explosionen? Oh Gott. Also ein Blitz sein oder was? Weil wir hier gerade Explosionen durchleiden müssen. Oh mein Gott. Ja, das Schiff ist jetzt der Zweimaster, das ist jetzt gerade gesucht. Tja. Aber mal ganz ehrlich, dieser Einmaster, der macht doch nichts anderes, außer zwischen diesen Questinseln und Fässer zu holen, um dann irgendwelche Leute zu versenken. Der fährt halt zu den Queststellen immer so im Wechsel und guckt halt, ob da einer ist und dann macht er den platt. Ja, und zwischendrin holen sie sich vom Vor irgendwie Fässer und gehen den Leuten auf den Sack. Genau. Naja, Trolle halt. Voll mies, die Taktik. Ein bisschen armselig. Ja, naja, also mich, wie gesagt, mich überrascht es jetzt in dem Sinne nicht so. Ja, überraschend nicht, aber ich finde es halt trotzdem armselig. Es ist armselig, ja, aber mich überrascht jetzt auch nicht, dass das war eigentlich nur, so wie die Quests designt sind, ist es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis Leute das machen. Ja, das stimmt schon. Sind wir eigentlich der Dreimaster mit der Verbündetenflagge? Ja. Okay. Mann, das passt zu weit oben, ich komme nicht ran. Okay, wir haben kein Wasser mehr drin. Wir fahren, glaube ich, gerade einmal rum. Oh doch, hier ist ein Wasser. Ja, wir haben eigentlich recht, oder da schießen, da kloppen sich gerade zwei im Wasser. Na super. Ah, oh, die haben so viel Loot, ey Leute, da wo das gerade suppen ist, ist nicht richtig viel Loot. Ich weiß, die hatten ihr ganzes Schiff hinten voll mit Loot. Das hier ist auch total viel Loot im Wasser gerade in den Fässern. Das habe ich ja angeguckt, als ich da stand und ich habe ja nichts gemacht. Ich stand ja da nur und dann hat er mich ja von hinten erstochen, der kleine Schweinehund. Einfach. Ich könnte die Typen jetzt versuchen umzubringen, aber dann hätten wir dann Loot, aber ich weiß, willst du nein, oder? Nein. Also ganz ehrlich, du kannst zwar machen, aber glaubst du ernsthaft, dass wir da jetzt den Loot kriegen? Weil wenn das die Typen von vorhin sind, ganz ehrlich, da läuft irgendwas nicht richtig bei denen. Da kannst du nichts machen gegen die. Eben. Na gut, dann lassen wir denen das. Ich hoffe, es waren die richtigen, die sich ja gerade getötet haben. Also dass der, also, der was, alte was du machen wenn kannst, sie tot sind, dann waren es die richtigen. Ob du im Krähennest Fässer siehst, wovon ich fest ausgehe, das zerschießen, das kannst du machen. Ja, das Problem ist, der Einmaster ist nicht mehr da. Der Zweimaster ist gesunken und der Einmaster ist weitergefahren. Achso, okay.
Geh mal davon aus, weil aber einer hat sich da mit dem anderen noch gerade gemessert. Dann würde ich sagen, dass da. Ja, irgendwo der Einmaster noch herumfährt. Ich glaube, der ist einmal um die Insel gefahren. Na gut, der wird halt irgendwo im Sturm sein jetzt noch, aber. Scheinbar geht's denen ja auch offensichtlich nicht um Loot, sondern wirklich also nur um. Ups, platt machen. Ich denke mal, das wird so ein bisschen sekundär nebenbei mal mit sein, aber ich persönlich glaube ich auch nicht, dass die häufig sinken werden. Nee. Also nicht bei dem, was die, zumindest wenn das die von vorhin sind, was die ja so alles in Anführungsstrichen können. Mhm. Er meint hier, der Red Wing, es ist nur am Wochenende so schlimm mit solchen Leuten, also. Ja gut. Ja. Wir haben bisher ja auch keine gehabt an sich so. Genau, schön die Banane mit so einem Stiel zuerst hinten so. Ne? Ja, ne? Das ist ganz wichtig. Wegen dem Knusperfaktor, ne? Darum so knuspert die ja gar nicht. Ja. Oh Mann, ey. So, warte mal. Jetzt müssen wir kurz hier gucken. Genau, jetzt haben wir das Schicksal der Morningstar freigeschaltet. Das ist übrigens auf dem Totenschiff. Aber jetzt Ding. Wollen wir das ja. jetzt anfangen oder? Nee. Was? Nee. Ich glaub nicht. Ich wollte gerade sagen. Nee. Alles gut. Ich wollte es ja nicht sagen. Wir haben jetzt gar nichts zum Verkaufen. Das ist irgendwie. Haben wir nicht noch den einen Schädel? Ein Schädel. Ach, wir haben Fische verkauft, zwei Stück. Stimmt, die haben wir auch verkauft. Ja, wir haben nicht wirklich viel oder so. Nee, der Schädel ist auch weg. Es ist so ungewohnt irgendwie. Ja, unserem Ruf als Lootpiraten sind wir heute nicht gerecht geworden. Ja, manchmal geht man halt mal leer aus. Wir sind ja nicht leer ausgegangen, wir haben ja die Quest gelöst. Und zwei Fische verkauft. Und 3000 Dublonen dafür gekauft. Also, stimmt. Dublonen, aber Gold dafür. Wir haben Gold gekriegt.